Wir schreiben den heutigen Tag 7.23 Uhr am Morgen, Sonntagmorgen, und es sind 98. Leute, wer ist der 1.000.000. Abonnent? Macht es nicht so spannend. Es wird noch ein einziger. Let's go! Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, das war jetzt falsch rum, egal. Wir haben ziemlich früh, ich bin gerade aufgestanden, ich habe 1:20 Uhr, wenn es hochkommt, gepennt. Jetzt geht's nach Österreich. Alter, boah, ich hasse das ja so wenig zu schlafen, ne? Ich habe mir gerade hier ein Uber bestellt, ich muss jetzt nämlich zum Hauptbahnhof. Ich gebe jetzt einmal Uber Deutschland auch eine Chance. Gestern war das wieder so eine Scheiße. Ich habe 15 Euro bezahlt für nix. Das war irgendwie so ein technischer Defekt, das Auto kam nie. Also das wurde mir auf der Karte nicht angezeigt. Ganz komisch. Und jetzt, hoffentlich klappt das. Jetzt muss es klappen, sonst kriege ich den Zug nämlich nicht. Ich fahre jetzt zusammen mit Mats, mit dem treffe ich mich um 4 Uhr. Wir fahren mit dem Zug nach Salzburg, glaube ich. Und ich mache dieses Video aus folgendem Grund. Und zwar bin ich eben pennen gegangen. Ich schaue jetzt mal kurz hier rein. Leute, hier könnt ihr es sehen. 999.955. Ich hätte eigentlich schon meine 1.000.000 gehabt. Das Problem war, ich habe bei Snapchat gepostet, yo, der 1.000.000. Abonnent kriegt das Handy. Dann haben mich direkt 200 Leute deabonniert. Dann bin ich pennen gegangen und dann hatte ich keinen Bock mehr hier rumzusitzen. Aber wir kommen der Sache immer näher und ich denke, es ist gleich soweit. Im Zug dann wahrscheinlich, deswegen filme ich das jetzt. Ich nehme euch mit, meine Sachen sind gepackt und das Auto ist auf dem Weg hierhin. Also Leute, wir sehen uns gleich spätestens am Bahnhof. So Leute, angekommen am Dom, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen. Digga, Alter, hier laufen auch Gestalten rum nachts. Sie hat einfach eine kurze Hose an und guckt sich bei Starbucks das Schaufenster an. Eine Sache, die ich euch kurz zeigen wollte, schaut euch mal. Alter, yo, voll im Nebel da oben. Krass. Ich glaube, ich bin ein bisschen früher da als der Mats. Den muss ich jetzt erstmal suchen oder auf ihn warten halt. Und dann geht's ab und zu. Ich bin auf jeden Fall wach. Es ist ziemlich kalt. Und der Mann da hinten erkältet sich safe. Mit kurzer Hose hier, ey. Ist so leer hier. Ich war hier noch nie so früh, glaube ich. Naja, bis gleich. So Leute, was geht? Wir sind jetzt mittlerweile schon im Zug. Schöne Grüße an Mats, ist auch schon dabei. Was geht? Und jetzt fehlen noch 20 Abos. 20. Das Ding ist, ich kann mich jetzt gar nicht richtig freuen, weil ich ja erstens müde bin. Zweitens sind hier überall Menschen. Obwohl, ich habe meine Konfettikanone im Rucksack dabei. Da wird hier gleich der Zug verwüstet. Scheiße, mach einfach. Im Skiurlaub oder so? So, hier kann man es sehen. 999.980. Und wir haben jetzt gerade 5.58 Uhr. Leute, wir sitzen im Zug. Wir sehen hier live die Abonnentenzahl. Es sind 999.999. Es gibt noch ein Abonnent, Leute. Ein Abonnent. Dann hat dieser Junge hier die 1.000.000 Abonnenten. Oh mein Gott. Wir schreiben den heutigen Tag 7.23 Uhr am Morgen, Sonntagmorgen, und es sind 98. Leute, wer ist der 1.000.000. Abonnent? Macht es nicht so spannend. Es wird noch ein einziger. Let's go! Come on! Oh mein Gott! Wir haben die 1.000.000. Abonnenten, Freunde, sogar einer noch mit dazu. Was sagst du dazu? Ihr hat einfach gerade gepennt. Ey, wir haben die 1.000.000 Abonnenten, oder eher gesagt, du. Glückwunsch, Mann, Glückwunsch. Ich jetzt wieder zu meinem 90. Nein. Pass auf. Ey, kranke Zahl. Seine Live-Reaction. Sehr excited. Wir haben halt so früh morgens noch. Ja, da dauert. Wir haben 7.26 Uhr, Leute. Und jetzt hat er die 1.000.000. Jetzt im Zug. Der Erste, der mir geschrieben hat, kriegt jetzt ein Handy und noch 12 Überraschungen von mir. Mal gucken, ob mir schon jemand geschrieben hat. Leute, ich schreibe mir jetzt einfach bei Instagram, dann kriege ich das Handy. Nein, du zählst nicht, du bist außer Wertung. Oh mein Gott. So Leute, was geht? Das ist jetzt alles ein bisschen provisorisch. Ich bin jetzt hier schon in der Unterkunft angekommen. Ich habe das Video gerade fertig geschnitten. Es kommt so rüber im Video, als würde ich mich gar nicht drüber freuen. Das stimmt natürlich nicht. Ich habe mich mega gefreut. Vor allem, ich glaube, ich konnte es auch nicht so zeigen. Erstens, es war mega früh. Und es ist einfach so, man realisiert das noch gar nicht. Aber es kommt auf jeden Fall noch ein Video, wo ich ausführlich darüber erzähle. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut. Also ich freue mich immer noch
richtig doll, vor allem wenn ich das jetzt so sehe, dass da 1 Million steht. Ich habe da so lange drauf hingearbeitet. Vielen, vielen Dank an jeden. Das ist wirklich was ganz Besonderes für mich und jetzt seht ihr noch eine kleine Roomtour. Meine Haare sehen irgendwie voll gelb aus hier. Das stimmt nicht, sind nicht gelb. Ihr seht jetzt noch eine kleine Roomtour und ich weiß, das Video war jetzt auch nicht so aufwendig. Ich habe halt gerade keine Möglichkeit, das irgendwie aufwendig zu schneiden. Wir gehen jetzt auf jeden Fall noch feiern und viel Spaß bei der kleinen Roomtour. Morgen 19 Uhr kommt aber ein geiles Video, das vorproduziert. Genau. So Leute, wir sind jetzt gerade wiedergekommen vom Skifahren. Gestern habe ich gar nichts mehr gefilmt, aber es war eigentlich auch nur ein Vlog, weil ich ja in diesem Vlog die 1 Million erreicht habe und ich das halt festhalten wollte. Deswegen an alle, die jetzt noch dran geblieben sind, kurze Roomtour von der Location, die wir haben und dann gehe ich duschen. Es ist so gerade noch ein bisschen hell, deswegen gehe ich mal schnell raus. Hier sieht man so einen Fluss, wir sind hier in Zell am See, nennt sich das, vielleicht kennt ihr das ja. Das ist ein heftig schneller Fluss und da sind dann die Berge, da hinten ist irgendwie unser Skigebiet. Und wir sind halt gerade wiedergekommen und dann kann man hier noch zusammen Abendessen, wenn man gerne in der Kälte sitzt. Also keine Ahnung, ist wahrscheinlich für den Sommer. So, hier kommt man dann rein. Oh, genau, da ist die Saufecke. Nee, Spaß. Und obwohl eigentlich war es kein Spaß. Hier kann man dann abends gemütlich zusammen sitzen und ja schon wieder. Hier sind dann irgendwelche Zimmer von Felix. Mats, El Mago kennt ihr wahrscheinlich. Nerven wir mal kurz. Nix. Was geht? Und ja, hier ist auch noch ein Zimmer. Mein Zimmer ist aber woanders, das zeige ich euch auch. Und zwar ist das hier zum Beispiel mein Bett. Ja. Leute, das war's dann eigentlich auch schon. Mehr wollte ich euch nicht sagen. Ich gehe jetzt duschen. Wie gesagt, wir sind gerade vom Skifahren wiedergekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen dicken Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann morgen um 19 Uhr wieder. Da gibt es nämlich ein ganz normales, cooles Video. Ja, haut rein. Ciao, Instagram AlexV. Abonniert trotzdem den Kanal, auch wenn wir jetzt 1 Million sind. Haut rein. Ciao.